Ja, willkommen zurück zu The Evil Within Folge. Ich muss mal eben kurz hier schauen, dass ich mal eben hier den Sound von meinem Mac runterdrehe. Ich hatte den auch volle Pulle. Zu The Evil Within Folge 12. Es ist übrigens der Abend nach der Let's Play Live Show, also neue Aufnahmesession. Der Abend nach der Let's Play Live Show, nach der Let's Play Live Show, nach dem Alien Finale. Also es ist genau der Abend. Der Sonntagabend, den ich das Ganze jetzt hier aufnehme. Okay, da ist zu. Und wir haben in der letzten Folge hier diesen Bonusraum bekommen von der netten Dame, wo wir rein dürfen, wenn wir Schlüssel finden. Und ich glaube. Okay, hier können wir nichts. Ich hatte ja gesagt gehabt, ich hatte auch so relativ abrupt auch beendet die Folge. Problem ist, mir ist die Zeit davon gelaufen. Deswegen kam ich da auch gar nicht zu, irgendwie großartig mich hier nur mal umzusehen. Und hatte auch gesagt gehabt, dass ich halt hier nochmal in Ruhe mit euch zusammen dass mir das Ganze angucke. Okay. Gut, wir haben ja keinen Schlüssel mehr. Wir wissen auf jeden Fall, in den Statuen sind auf jeden Fall Schlüssel drin. Zum Beispiel diese Statue, die wir. Kann ich gar nicht auf mein Inventar zugreifen, wollte ich doch gerade sagen. Jetzt muss ich mal eben schauen, wie war das denn nochmal mit dem. Ah, okay. Harpunenbolzen. Blendbolzen und Explosivbolzen. Okay, ich bleib mal bei Harpunenbolzen. Was haben wir da noch? Wir haben die Schrotflinte, wir haben das Riesen-Medipack noch. Das werde ich mal ausrüsten auf nach oben. Und jawohl. Das wär's dann erstmal. So. Was haben wir hier? Ach, hier kommen wir auch zurück. Huch. So sollte sich aber kein Tannenbaum verhalten aus dem Krankenhaus. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ach ja, stimmt. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Ja, wir haben ja hier aufgehört. Stimmt. Wir sind ja hier gestorben in der letzten Folge auch. Und, ja. Und ich hatte ja gesagt, oder beziehungsweise habe ich ja gerade am Anfang der. Toll, unsere Axt ist auch weg. Na super. Ich habe ja gesagt, wie gesagt, diese Folge nehme ich gerade auf nach der Let's Play Live Show und es ist schon relativ spät. Wir haben es ja 2 nach 12 und es ist stockduster. Ihr seht es draußen hier bei meiner Kamera dahin. Ja, es ist stockduster draußen und es macht natürlich sehr viel Spaß, um die Uhrzeit so ein Let's Play aufzunehmen. So, was war denn jetzt? Hatten wir jetzt hier in diesem Leichenraum schon alles untersucht gehabt? Alter, ich weiß die Tasten gar nicht mehr. Ja, doch. Ich glaube, hier waren wir, ne, oder? Der bewegt den Kopf. Doch, hier waren wir gewesen. Warum hat er denn jetzt seinen Kopf bewegt? Merkwürdig, merkwürdig. So. Ich muss noch mal eben ganz schnell schauen. Okay, das war Zielen. Kreis war gar nichts. Viereck war, glaube ich, Nachladen, ne, oder? Ja. Ah, wunderbar. Wie war nochmal Schnellwahlmenü? Achso, das war Dings, ne? Ah, okay. So. Drei Streichhölzer haben wir noch. Das sieht gut aus. Wir werden mal. Wie war denn nochmal? Schleichen war so, okay. Ach ja, das war das mit den Dings, ne? Oh. Ist das Bild dunkler geworden oder meine ich das nur? Wir müssen meinen Patienten Leslie finden. Wir müssen deinen Patienten Leslie finden. Ach ja, ich glaube, wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, diesen Bereich hier unten schon abgegrast, ne? Ja. Hier war ja der Dicke gewesen. Stimmt, ich entsinne mich. Ja. Und der Schlüssel, der war da in seinem Bauch, dieser eine. So, und oben war ein
Boah, das ist aber auch duster jetzt diesmal, oder? Meine ich das nur? Sieht irgendwie ganz, ganz komisch gerade alles. Irgendwie sehr merkwürdig auch. Ich muss mal eben kurz, ganz kurz schauen. Moment, ohne Momento, por favore. So. Hoppala. Huch, Entschuldigung. Ich kann mich nicht entsinnen, dass es beim letzten Mal schon so duster war. Ich hatte... Huch. So. Jetzt stimmt's auch wieder. Ja, oben ist auf jeden Fall... Ah, da ist er ja schon. Guck, guck. Sie haben uns. Oh, der kommt, oh, der kommt, oh, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Yeah! Alter. Alter. So. Wow! Alter! Alter, wie hau ich denn nochmal zu? Wie hau ich denn nochmal zu? Wie war denn nochmal zuschlagen? Scheiße, ist aber ja noch. Wie war denn. Gut geschossen. Sicher ist sicher. Wie war denn nochmal der Nahkampfangriff? Ich vergaß jetzt gerade mal. Wie war denn der Nahkampfangriff? Ach, Dreieck. Naja. So, dann wissen wir das jetzt auch mal. Hoppala. Ich glaube, ich bin ein wenig zu laut. Sollte ja nicht so schlimm sein. Kann ich ja runterfahren. Oh. Patronen. Boah, erschreckt mich doch nicht so. So, hier haben wir einen Blitz. Haben wir wieder Hagel. Hagel. Ein Blitzbolzen. Noch mehr Hagel. Wir werden auf jeden Fall auch unsere Inventory ein wenig verbessern. In der, wenn wir nächstes Mal wieder zum Dings kommen. Zu der Spiegeltante. War das jetzt der gewesen, der uns hier gekillt hatte beim letzten Mal? Ja, Gott sei Dank. Boah, diese Dings, diese... Diese ekeligen, diese ekeligen Handtücher, wollte ich jetzt gerade sagen. Diese verdammten Laken, die hier rumhängen, ey, die sind sowas von gruselig. Also ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, das Bild ist dunkler. Oder ich habe einfach viel zu lange Alien Isolation gespielt. Das kann natürlich auch sein. Boah, Alter, wie viel wir haben. Wir gehen, glaube ich, erstmal echt gleich erstmal shoppen. So, jetzt waren wir hier schon, glaube ich, überall, ne? Kann das sein? Oh, hier liegt auch noch was. Oh, Streichhölzer. Wie praktisch. Leslie, irgendwie ist der... Ich werde jetzt mal eben zum... zur Spiegeltante fitschen. Nochmal. Und, wo war das denn nochmal? Draußen war das, ne? Mach die scheiß Tür auf. Weil wir haben so viel jetzt an Hagel. Das heißt, wir können da doch... sehr, sehr gut einkaufen gehen. Also... Was? Was? Diese Stimmen. Scheiße. Diese verdammten Stimmen in meinem Kopf. Und wo ist sie hin? Scheiße. Verdammte Scheiße. Bin ich in derselben Zeit? Bin ich im selben Raum? Wie bin ich hierher gekommen?
Hehe. Tante? Boah, Alter, ich hab grad wohl die Kinder. Nein, nicht, Alter. Alter, ich hab grad... Nein, nicht, Alter. Ich hab grad voll die Gänsehaut. So viele Anmeldungen und nicht eine einzige Entlassung. Boah, wie sieht der Rock denn aus von der? Da sind ja voll die Hände drauf. Was hat die denn jetzt hier? Alter! Lass mich los! Lass mich los! Alter! Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Entschuldigung. Oh, lass mich Moment. Los! Lass mich los! Hört sich ein bisschen an wie so ein neuer Schlagersong. Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los! Oh. Entschuldigung. Also, weiter geht's. Lass mich los! Lass mich los! Alter. Was? Oh. Kartenfragment 7, ja super, ganz toll. Das heißt doch, wir, Hehe. Gut. Nee. Gut. Alter. Sehen gar nicht gut aus. Passen Sie auf sich auf. Was? Oh. Merkwürdig alles hier. Sehr, sehr merkwürdig. Jetzt sind wir wieder hier. Ich verstehe das gar nicht so ein bisschen. Also... Sieht förmlich danach aus, als würde der Patient, unser Leslie, ein wenig hier zugehören, zu dieser Anstalt. Naja, schauen wir mal, wo das hinführt. Aber ich sag ja, wir kriegen immer mehr Farbe hier rein. Das sieht jetzt schon mehr Farbe hier rein. Qualenbolzen. So, Reserve, hatte ich gesagt, wollten wir. Und zwar Spritzen. Definitiv. Da haben wir jetzt 3 von 2 vorher gehabt. So, dann werden wir verbessern. Schadensmultiplikator erhöht Feuerkraft für mehr Schaden. Machen wir das mal. Ach, ich kann da noch zwischen wählen. Achso, auch noch. Oh je. Wieder viel zu viel zur Auswahl hier für mich. Die Nachladegeschwindigkeit der Schrotflinte werden wir auf jeden Fall auch verkürzen, weil ich weiß ganz genau, wo das enden könnte oder wie das enden könnte überhaupt. So, Qualen, Armbrust, da können wir nichts mehr kaufen. Wir haben noch 1000 im Petto. Wir könnten Granaten kaufen. Wir könnten die Feuerrate erhöhen vom Revolver. Feuerrate von der Flinte. Die Spanngeschwindigkeit vom Bogen, vom Qualen, von der Qualenarmbrust, werden wir das mal machen. Dann haben wir das nämlich auch drin und dann haben wir keinen einzigen Tropfen Haargel mehr.
gut. Scheiße. Schon wieder hier. Wieso kriege ich nicht vollen Leben? Ich verstehe das nicht. Bei anderen Let's Playern, wenn ich gucke, sie sitzen hier auf dem Stuhl, stehen auf und kriegen auf einmal volles Leben. Ich weiß nicht, verstehe ich irgendwie nicht. Das kann alles. Also ich gucke. Nicht, dass jetzt einige sich wundern und sich fragen, wie. Einige sich fragen und wundern, wie der guckt andere Let's Plays von Evil Within. Ja, die Leute, die vor mir sind, also sehr, sehr weit vor mir sind im Let's Play, die gucke ich halt. So, ich glaube, wir waren jetzt hier in diesem Gebäude überall. Wir werden aber oben aus dieser Tür nochmal rausgehen. Weil, wenn dann unter... Boah, diese... Wo sind wir denn hier? Ach, das ist vorne der Eingang, ne? Kann das sein? Da ist das Tor. Stimmt, jetzt sind wir wieder vorne. Ach so. Alles klar. Wir wissen, Leslie ist auf jeden Fall da lang gelaufen, da oben. Kommt die Olle jetzt wieder von letztem Mal? Ich glaube, ich werde mal eine Spritze... Ach, ich habe gar keine Spritze, ne? Scheiße. Ob ich das große Medipack jetzt verschwenden will, nur für die scheiß dreckskleinen Zombies, weiß ich nicht. Da waren wir jetzt drin gewesen, ne? Stimmt, in der letzten Folge waren wir da. Oh. Da haben wir ja wieder 300 Haargel. Also heißt es, für uns gehen wir doch mal hier schauen. Boah, diese ekligen Vogelscheuchen. Die haben noch so ein ekliges Gesicht noch dabei. Wir müssen los. Ja. Sind das normale Flaschen zum Werfen? Oh, da ist eine Truhe oder ein Schrank. Oh, die guten Werwolf. Die gute Werwolf-Munition. Die können wir aber wahrscheinlich nicht aufnehmen. Ah, doch. So, jetzt haben wir wieder 6 Schuss in unserem Revolver. Da ist wieder eine Flasche. Da ist ein Bild von einem Ehepaar. Mein Gott, ich verdrück mich da immer. Verdammt. Okay. Ich glaube, ich nehme doch lieber den Revolver in die Hand. Hehe. Hehe. Alter, nach dieser Psycho-Szene von gerade traue ich mich hier keinen Meter mehr zu gehen, vor allem um diese Uhrzeit jetzt gerade. Was sind denn das für Bilder? Da von so einem Esel? Er ist da runter. Ja, er ist da unten. Auf jeden Fall. Oh, 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 oh. Oh nein, das geht noch weiter runter. Wo mag das hinführen? Scheiße. Wir müssen in den Keller. Aber ich würde sagen, in einer weiteren Folge gucken wir uns den Keller an. Gucken wir uns den Keller an mit dem Doktor zusammen, was uns da unten erwartet. Und ich bin gespannt. Also, bis demnächst. Tschüss.